Altstadt am Postmichel an der belebtesten Kreuzung unserer Fußgängerzone und zwei Fachwerkhäuser sind aus bis jetzt ungeklärten Gründen in Brand geraten. Brandüberschlag von einem in das andere Gebäude und die Gebäude sind einsturzgefährdet. Die Feuerwehr war Gott sei Dank sehr schnell da. Am jetzigen Stand sind keine Personenschäden zu verzeichnen. Die Familien, die dort wohnten, waren nicht anwesend, aber die Gebäude sind natürlich nahezu Ruinen. Ich denke, dass man sie wieder aufbauen kann, aber das ist natürlich ein schwerer Schaden. Ganz 500 Jahre alte Gebäude. Aber ich bin jetzt erstmal halb froh, dass offensichtlich keine Personenschäden zu verzeichnen sind und dass unsere Feuerwehr sehr schlagkräftig und sehr schnell hier war. Naja, zunächst mal, wenn eine Handvoll Fahrzeuge der Feuerwehr sich in Bewegung setzen, dann weiß ich, dass das keine Kleinigkeit ist. Und nachdem ich hier den Standort erfahren habe, bin ich dann gleich hingefahren, um mal zu sehen, wie das abläuft. Die sind gut organisiert und machen das ja professionell, aber Brand im Herzen einer historischen Stadt mit 700 Fachwerkhäusern, da wird man als Oberbürgermeister schnell nervös. Das ist geregelt, wir müssen, wenn Familien obdachlos sind, sie unterbringen. Ja, das ist professionell organisiert und dann muss man den Schaden begutachten und sehen, wie es weitergeht. Aber den Menschen wird natürlich geholfen.
Ja, also Komfort, auf Komfort. Heute kurz vor 18 Uhr kam es zu einem Großbrand in der Esslinger Innenstadt. Betroffen waren drei Gebäude. Kurz vor 18 Uhr wurde uns der Knall gehört zwischen zwei Gebäuden in der Esslinger Innenstadt und die Flammen haben dann auf beide Gebäude übergegriffen. Es war sofort ein Großaufgebot der Feuerwehr vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Über die Brandursache können wir nach derzeitigem Stand noch nichts sagen. Die Bewohner und die Angestellten von den betroffenen Gebäuden konnten alle selbstständig das Gebäude verlassen. Es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 90 Mann im Einsatz. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit 18 Mann am Brandort. Wie lange die Löscharbeiten andauern, kann ich nicht sagen. Das Brandobjekt wird heute Abend sichergestellt, damit morgen früh die Kriminaltechniker vor Ort die Ermittlungen aufnehmen können nach der Brandursache. Thank you.
hinten haben wir alle rechts raus, ja. Alles rauskommt. Wir waren mit dem Kabel drin, welche Zuhaltung und wir haben das Kabel. Da war ein Fachturm, hat auch den Rauschgespitz. Wir müssen so, da gibt es eine komische Zahnfirma, da ist alles mit reinkommen. Mit der Betäubung, mit dem Zinkabsatz, alles gut. Du siehst das Ausbringen und alles Häuserrohr, Häuserrohr. Aber mit Häusern können wir das nicht. Wir haben beide mit dem Mensch, das ist auch so. Schade, das ist auch so, das ist auch
Gott sei Dank keine Verletzten gegeben. Wir haben insgesamt 15 Personen, die wir betreut haben, über den Einsatzverlauf hinweg. Die sind zwischenzeitlich alle bei Bekannten oder Verwandten untergebracht. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot weiterhin vor Ort. Es gibt nach wie vor Blutlöscher, die gelöscht werden müssen. Wir gehen von einem sehr großen Gefahrenpotenzial auch für die Einsatzkräfte aus, sodass der Rettungsdienst weiterhin vor Ort ist. Wir sind aktuell mit 18 Einsatzkräften vor Ort aus dem Haupt- und Ehrenamt.